Er geht morgen, er geht Jür, teuer Hefre, teuer Basicher, finde die Poesie, Unternehmungen von Heileifig Verlag, technisch in Tel Aviv, in Heiligen Land, aber faktisch überall auf der Welt, wie nur man hat Zoom, in wie nur man versteht jedes Wort und hat lieb Poesie. Wir sind hier zusammen, gedei zu prüfen, ein kleines Simche, lekuvet, dem Erscheinen von einer neuen Bich-Poesie. Zu erscheinen in unserer jiddisch-rendiger Welt genug Lieder, aber nicht alle Tage eine ganz Bierpoesie. Der Schienen auch kostet jetzt beim Olniansky Verlag in Schweden, Olniansky Text Verlag in Schweden, das Bier, was man kann sehen, du, zehnmal Chai von einem Dichter, Velvel Tschernin, was ist du bei uns? Velvel Tschernin, ich sage jetzt ein Dichter, aber Lemaße ist er ein Dichter, ein Ethnograph, ein Redakteur, und das ist noch nicht der Held von dem, was er tut als ob. Wegen dem wird man hören noch eine Sache mehr. Du mit uns ist auch Daniel Galay, ein Dichter, ein Dramaturg, ein Prosaiker, und auch der Teil von dem Heileifig Verlag. Daniel, vor dem, was wir wollen hören von Velvel Giffe, such uns ein Wort. Verwusstet mein Hand, verbeten Wölflin, wie lang kennst du schon? Verzeih uns ein bisschen. Gut, es ist mir sehr angenehm, sich zu erinnern, unsere erste Treffung. Welvin und ich haben sie getroffen im Jahr 1989. Ich bin gekommen, kein Moskau und durch Moskau gefahren, kein Wilne. So, die Perestroika hat sich angehoben. Hat man in Wien, nicht in Moskau, in Wien, hat man organisiert eine erste Treffung mit Delegaten von allen sozialistischen Ländern und auch von Ausland. Und es hat sich angehört, der Prozess und öffnen die Türen, Befreiung. Und die jüdischen Organisationen haben sich gefühlt freier zu aktivieren, zu Konzerten und so weiter. In etlichen Tagen sind wir gewesen in Moskau. Und in Moskau, gedenke ich genau wie er soll, bin ich gewesen in der Redaktion von Sowjetisch Emland. Und in Sowjetisch Emland hat zwischen anderen gearbeitet, Velvel Tschernin. Und ich bin sich da in etwas, du wirst mich verrichten, Velvel. Und ich will sagen, als Mama ist das gewesen, ein historischer Moment. Das ist Punkt, wie sie gewesen, eine globale Treffung von jüdischem Volk, kann man sagen, von Israel, von der freien Welt, mit den Juden vom Sowjetverband noch eine lange, sehr lange Abhackung von dem Kontakt. Hat sich euch beneidet, der Kontakt von jüdischen Schreibern? Das heißt, ich bin gewesen, jüdischer Aktivist und ein jüdischer Schreiber, ein Junger in jenen Jahren. Und Welbel hat gearbeitet in der Redaktion, er ist ein Jüdischist, gearbeitet in der Redaktion von Sowjetisch Emland. Gennadi Estreich ist dort gewesen, Juschkowski ist dort gewesen, Menschen, welche sind später geworden, Persönlichkeit in der jüdischen Welt, ob sie in Amerika, in Israel. Und ebenso anders hat mir einmal erzählt, als Welvel ein Sachmaterial, welches ihnen angekommen in der Redaktion, und der Hauptredaktor fragt sie hereinwerfen in den Mistkasten, fragt Welvel zugehen, stille Rede, sie herausnehmen von dort und abbieten, und also hat sich faktisch geschaffen eine eigene Bewegung oder Strömung von jungen Menschen, welche schreiben häufig, einmal hat während des Jahres gedruckt, er hat nicht wenig getan für eine neue Guardia jüdischer Schreiber, aber Welbel hat gestrebt zu mehr, und also haben sie sich getroffen, sie gewinnen Mama Shasimche zu reden, Mama Loschen zu sagen, einem dem Zweiten, euch vielen Dank, in etliche Jahre herum,
wird willkommen zu uns, kein Erster Kodesh, wie es hat früher gesagt, der David. Also das ist, was ich will sagen. Es ist eine lange Zeit von dem Jahr, von der ersten Treffung. Und da im Land sind etliche Kapitel, oder muss ich angeschrieben, wegen der Geschichte von jüdischen Israel. Und eins, weil wir sich konzentrieren in der Schaffung von Welwel. Und darüber will ich zurückgeben dem Wort zu David Amar Cohen von Amsterdam, was führt dann mit unserer Poesie Bines, ja? Aber ich will auch was zu zugeben, will ich es gern tun. Danke, Daniel. Das ist eine feine Hackdome. Ein Wort früher zu dem, was wir im Team haben. Ob sehen du auf dem Ekran noch eine Verbindung, ein Hyperlink zum Büchergeschäft für den Leipzig Verlag? Gut. Danke, Daniel. Welvel, jetzt wollte ich dir gewollt geben, das Wort. Ob ich heute nicht kennt, bist du geboren geworden in 1958 in Inter gewachsen in Moskau. In den 90er Jahren bist du herübergefahren in Heiligen Land. Und seitdem wohnst du schon hecher die Hälfte von deinem Leben in Eretz Israel. Du bist ein aktiver, aber bekannt, aber wisst Bohnen auf der jüdischen Gast, sei in Israel und sei in andere Erde. Kannst du auf ein Fies beschreiben deine Aktivitäten in Sugen a paar Wörter wegen dein Neibich 10-mal Chai, was wir präsentieren haben? Gut, ja, bin ich geboren geworden in 58 in Moskau, ausgewachsen. Tage auch um Moskau und in Moskau. Kutscher Fleck jeden Sommer vor Kindstätte, wo meine Mama ist geboren geworden, Piratin von der Poltawa Gegend. Das Buch, 10-mal Chai, schließen sich ein 180 Lieder, was ziehen unter das Hackel von 40 Jahren von meiner Schaffung auf Jiddisch. Das erste Lied ist veröffentlicht geworden in Sowjetischem Heimat in 1983. Ich habe gearbeitet in Sowjetischem Heimat von 4, 5 Jahren in der ersten Hälfte von den 80er Jahren mit einer Überreise. Wenn ich habe gedient in der sowjetischen Armee. In 1989 bin ich schon nicht gewesen, kein Mitarbeiter von sowjetischem Land, weil ich bin gewesen ein Aktivist von der illegalen zionistischen Bewegung. Aber Avada habe ich gedruckt noch als mehr, schon in neues Land, in Eretz Israel und in Birobidschan, in Birobidschan der Stern. Same in 89. Jahr bin ich gewesen der Anführer von einer Gruppe von jiddischisten Zionisten, jiddisch Verein. Wir sind gewesen ein paar Millionen, nicht mehr. Viel mehr sind weniger. Tut's Menschen. Aber etwas, was haben wir getan? In 89, als ich hab nicht in Toes, ist gegründet geworden der Moskauer Center von jüdischer Kultur aufgenommen von Michaels und mir, dass ich, als wir haben sie getroffen mit Daniel und Davke dort. Das ist gekommen von Australien, Easy Liebler, der Stellvertreter von dem Vorsitzenden von weltlichen jüdischen Kongress. Er hat mit mir Davke geredet, jüdisch und so weiter. Und Januar 90, in dem Moment, als mir Gott mich herausgelassen hat, bin ich Heule gewesen. In Sowjetenverband habe ich kein jüdische, kein Bücher nicht herausgelassen. In Israel seien erschienen 10 meiner Liedersammlungen. Die letzten Jahre zusammen mit Michael Felsenbaum, was ist Eule gewesen von Moldova, ein Jahr später von mir, lassen wir heraus dem Journal Jiddischland, Quartalnik. Und David ist jetzt geworden, ein Mitglied von unserer Redaktionskollegie.
habe gemacht ein Doktorat in Bar-Ilan im Gebiet von der jiddischen Literatur und ich veröffentliche euch Forschungen auf Hebräisch, auf Russisch, auf Ukrainisch. Ich habe übergesetzt, das auch Prose von der jiddischen Klassiker in Russisch. Nur oder so. Ungefähr. Danke, Herr, das ist Ja, danke mit auf dem ein fies. Diavernäscher ist das interessant. In Jiddisch, Jiddisch spielen und vor allem in Moskau, Birobidzhan und ukrainische jiddische Theater. Ja. Nee, danke, Herr, das ist danke eine biografische Skizzierung auf ein fies. In Lumme reden ein bisschen wegen dem Buch 10-mal Chai, weil in Inhalt kann man sehen, in Tochen, als das ist zerteilt in 10 Abteilungen. In Besachakel sind das 180 Lieder. Was ist der Symbolismus, was behält sich in die Zahlen? Verwus etwas 180, in Verwus in dem ersten Kapitel 18, in noch in dem zweiten euch 18 Lieder, in und so weiter. No. Jeden haben Bichlal eine gewisse Symbolik von Ziffern. Ich will nicht sagen, dass Gematria aber 18, das ist Chai. Und wenn ich bin gekommen in der jiddischen Literatur in ungefähr 80er Jahren, hat man schon damals gewollt, ausschließen die Schein. Ob nicht bringen zu der Quere die ganze Literatur und Daniel wird nicht zufällig gegründet in Israel die Gruppe Hemschek Dor, jiddisch Liebhaber. Von Samuel haben wir gedacht, kämpfen, fahren, obgitten, unser Loschen. Mir, also wie ich, wie Sandler, wie Felsenbaum, wie noch der Letzte, was bleibt noch als in Mitteleuropa, ist Felix Chaimowitsch in Minsk. Wir gehören zu dem letzten dorjidischen Schriftsteller, welche seinen ausgewachsen auf Kurves von dem gewesenen jiddischen Land. Und gehört euch von die Bobes und die Tate Mames die jiddische Sprache. Ich habe gewollt mit dem Buch eigentlich sagen, dass die jiddische Literatur lebt noch. Also ich bin danken Gott nicht der jüngste jiddischer Schreiber, sondern eine Sache jüngere von mir. Und es ist gekommen, die Zeit unter 10 gewesen, Sachakl 40 Jahre seinen Bnei Israel herumgegangen in Midbar mit Moshe Rabbeinu. Ich bin persönlich herumgegangen 40 Jahre. Ich habe gewollt vorzustellen in einer chronologischen Ordnung die Entwicklung von meinem Schaffen abgeblieben von allen Sammlungen und zurückgestellt auf dem Band. Die Hille hat der Rehagev gemacht, Hillel Kasowski, wo es mit uns ist. Nee, ja, größen Schkoyer dir will fahren unschreiben in zusammenstellen das Bierchen es herausgeben. Man bedarf ein bisschen Quere auf zu veröffentlichen, also eine große Versachakelung von 40 Jahre Schaffung. Ich bewundere das sehr stark. Ich danke dir. In Rebgilel Kasowski war ein Entwurf von der Hille. Welche Farben muss mit zweiten Umgang mit dem Rest von dem Programm, wenn mir ein Herrn ein paar Lieder finden, wo die West vorleinen, in mit Herren ein Singlied auch hat? Efter will ich noch fragen, wie kann der Eulon, was ist jetzt du, bestellen das Bier, wenn noch die Lieder, was sie wollen hören, sind sie Ballon im Aufzuhören noch, aufzuleihen noch Lieder deine. Wie können sie das kaufen? Wir können es bestellen durch Facebook in dem Verlag Kolnianski Text, was ist in Schweden. Und sie schicken das heraus. Kolja Olnianski, der Anführer von dem Verlag, ist zutrittlich. Sehr fein. In Onianski Text hat Webort euch, nein? Ja, sie haben eine Webseite und sie haben eine Seite auf Facebook. Da geht. Ich will schön fahren, wo es mit gehen weiter.
umschreiben, die Verbindung du in Schmierskessel, wo es auf, in einem chassidischen Jiddisch rief man so eine Chatbox, sei er jiddischlich, ja. Gut. Das erste Lied, was wir wollen hören, Welve, von dir, heißt Maref. Und verwusst ist das, Dafke, das erste Lied, was du hast ausgeklebt für der heutige Internehmung? Weil ich habe gewollt, dass in die Dosis sehr schwere für alle Israelim und die auch für alle Jeden Zeiten, wenn eine Sache von uns mit Stamme haben Kräuben in Armee und so weiter. Und ich habe euch zwei Sinne in unserer Royal Armee und ich bin Tage von dem Singen von Lieder und schon Ideologie. Und das ist Tage Asalit. Gut, Dank. No, Adorabend. Gut. Und Mari, das ist Porsche die Zeit von der Tfile. Ist David, ich soll lehnen? Ja. Ja. Ich will singen. Ich will singen. Was zu singen, weiß ich nicht. Danken Gott, ich sehe die Sterne. Sie ist ein Terz für ein Lied. Jescher Koech, Beure, Lieber, weiter boi die schöne Welt. Ich bin ein Jochit, nicht kein Zieber. Ich bin ein Sangel in dein Feld. Winden blosen, Beugen sangen, quetschen sie rein in der Erd. In der Welt bin ich gefangen, zu die Welt in mir verkehrt. Zur Welt hast mir gegeben, zu der Welt gegeben mich. Ich soll wachsen, ich soll streben, zu verstehen, wer ist der Ich. In die Häfen hängen Stern. Sie dachten mir der verkehrt, weiß ich nicht, was kann ich werden, sie ist doch gar nicht beschert. Ich will singen, Poschet singen, Schma Israel, wie ich sing, weite Stern glücklich klingen, sie allein ich tu erkling. Oder so. Ah, danke, Welvel. Es ist klar, weil das ist gemeint wie ein Tfilin, ja. Ja. Weil du hast gesagt, dass das Buch ist anders ungesättigt geworden, laut der Chronologie. Maref, die 10 Lieder, was du lines jetzt vor, sind in Lafdafke chronologisch, ja? Nein, nicht dafür chronologisch. Wenn Wann hast du ist nicht? geschrieben, das Lied Maref? Mari habe ich schon geschrieben in Israel, er geht 15 Jahre zurück. Gut, ah, danke. Wegen dem zweiten Lied, Wir leben auf einem Vulkan. In dem Satz, Wir leben auf einem Vulkan, habe ich auch gespürt, öfter, das ist ein Lied, was Gitarremes auf dem Matzev, darf dem Handigen, im Heiligen Land. Habe ich das richtig verstanden? Sie ist das Lied anders? Das Lied ist angeschrieben geworden mit 10 Jahren zurück bei Erich. Aber ich meine, erstens, wir leben auf Vulkanen im Heiligen Land, ist zum Bedeuten Kimatomit aktuell. Kurz dem Gehweis, wo seinen voran noch Vulkanen. Das ist zufällig. Ich habe nicht gewollt, mehr Rahmen sein auf die istige Probleme. Das ist Gefühl, also lebe ich, also koche ich sich und für mich ist das wichtig. Ein Nächten, eher Nächten oder morgen. Ah, danke, Werbel. Willst du es vorleihen für uns? Gut. Wir leben auf einem Vulkan. Wir leben zwischen Vulkanen. Admosei, Sisklor, Atkan. Wie lang noch, Sisklor, bis dannen? An Ufreis ist unsere Luft. Wir atmen mit sein Dunner. Zum Himmel uns ewig ruft. Vulkanisch der Held doch grüner. Wir leben auf Vulkan. Wir seinen allein Vulkanen. Verstellt ist der erste Plan mit sudige Fenner Pfannen. Danke, Welvel.
Vor dem, was mir gehen und weiter, kann ich sich einfach vorstellen, als noch die zwei Lieder, mir gleich leinen noch zwei Lieder und dann noch ein Stück Musik. Aber auch die auch zwei Lieder zwischen dem eulem apur Frages, was man gewollt fragen. Sehr schön. Also, Miri bringt zurück den Text, den ist leichter sich zu beziehen. Zum zweiten Lied, Miri, kennst du das Ton? Ob es eine Oder Frage du, wegen David, die. also du. Bringt Ja. zurück dem zweiten Lied, was ist interessant, ist sehr klar. Das erste Lied, was ist ja, Marev, Efschere, du eine Frage wegen der zwielichtigen Dichtung, und du das Lied Mir Leben auf einem Vulkan. Ich habe eine Frage, aber gehe ich später noch eine Strophe vor euch, David. Gedenklich so, redet sich wegen einem Plan. Efter früher. Lobber gehen efter früher. So, verstellt ist der erste Plan. Ah, gut. Da wollte ich gefragt, Welvlen. Alles ist klar und sehr dramatisch und es schildert manchmal das Leben unseren, ja? Nicht nein, nur dein, also der Poet, nur unser Leben. Was meint da die Vulkanen? Verstellt ist der erste Plan mit südlichen Fennerpfannen. Pfannen. Ah, Pfannen. Pfannen. David, mir seinen Gedächtnissohn ist sein sehr pathetisch. Will ich sagen, dass das Wort Pfann, die Pfann, Merzel Pfannen und Fenner, das Merzel von vorn. Ja. Ja, die Problem ist dort in was. Auf unser Poschen Jiddisch, also wie mein Bobby hat gerät, Pfann, es ist Jens, was auf Hebräisch ruht, mein Sir. Aber die baltische Jiden ist gewähne Fan, das ist Jens, was man ruft auf unser Jiddisch Koverde, Bakwat auf Hebräisch. Ist vorhandene Sachen, Anekdoten, wenn wir pflegen, sich treffen, wollen wir sagen, mit dem Kompositor von Istiken, Kompositor von Theater Gescher, Avi Benjamin, er ist von Estland. Das ist, also mir folgt nicht verstanden, einer dem Zweiten. Aber in dem Fall habe ich speziell hereingebracht die Pfannen und die Fähne, die ein bisschen herabniedrigen, die Stimmung und sein ein bisschen kritisch und satirisch zu sich allein. Weil anders wollte es gewesen, Leute, mein Gefühl zu pathetisch. Ja, wir leben auf die Vulkanen, wir sind alle Vulkanen. Wir leben zwischen Vulkanen und wir fühlen das nicht. Wasser wiederum kann nicht existieren, also Anstrengung beständig. Die, was leben nicht in Eretz Israel, können nicht verstehen, wie also leben wir da. Ist der erste Plan, also wie auf der Bühne verstellt, verdeckt, mit sudige Fenner. Steigerischer Detailapparat, wo sie in derselben Zeit Fähner, wo sie seinen euch fahnen. Euch unsere Fähner, wie viel mir sollen sich nicht stolzieren und könnt ihr mir glauben, dass über mein Haus in Nidberjude ist vor einer Größe Israel die gefahren. Aber in derselben Zeit sehe ich sich allein mit meiner Pathetik, mit meiner verbissenem Zynismus, ein bisschen satirisch. Ich kann das nicht ausdrücken mit Prose, aber das ist etwas sonst. Gut, danke. Großen Dank. Noch eine kurze Frage wollte ich allein gehabt. Dorf Gruner, ich kenne nicht Ah, viel Dov von der Gruner, Geschichte. das ist ein israelischer nationaler Held. Einer von die, was mir gerufen sei, Ole Gordon, die, was sie haben sich aufgehoben auf dem Schafott. Jiddische
Unterertkämpfer, welche seinen hinrichtet geworden durch die britische Machtorgan. Er ist geworden verwundet, gefallen im Gefängnis und aufgehangen geworden durch die britische Machten. Er hat sich aufgesucht zu beten an Mechile oder Rachmones, hat einen Amerikaner Pass und so weiter. Bei uns in Ramat Gan ist Farana Denkmal, was ist gewidmet ihm. Es hat gemacht durch Hanne Orlova, berühmte israelisch-französische Skulptorin. Nur dort ein kleiner Leib von Jehude kämpft gegen den großen britischen Leib. Nur für die Israelis ist das eine symbolische Figur. Ah, danke, Werner. Nee, lassen wir umgehen zu dem dritten Lied und dem vierten. Und nachdem werden wir hören ein Stück Musik. Beim dritten Lied habe ich eine Frage fahren unhype. Was ist ja schon ein bisschen mod, ne? Eine Frage fahren dem, was der Euler mod Bichlal gesehen das Lied. Es heißt Wilne Beiß, Wilne 2. Ja? Ja. Kann man in Zemulchai gefunden euch ein Lied mit dem Namen Wilna 1? Zuerst das Artikellieder. Ich will sagen, es ist nur 2,7, zu lieb welche ich habe angerufen, das Lied darf gewinnen, Bass. Erstens habe ich ja noch ein Lied, was es gewidmet will. Zweitens, der Toch von dem Lied besteht in dem, also das ist nicht jene Wilne, was wir kennen von unserer Literaturwerk, von unserer klassischer Literatur, also wie Chaim Grade und also weiter Suzke Werk oder Moishe Kulbak. Das ist eine andere Wilne. Jene Wilne ist schon Nelem geworden. Aber es ist da Amin Wilne Bett, was ist aktuell vom heutigen Dorf und die jüdische Schriftsteller und ich hoffe, es euch von die jüdische Lehner. Und das euch, habe ich gemeint. Geht, ah, danke, jetzt ist klar. Gut, ist es klein. Ja. Habt sich verplantert in die Wilner Gassen. Hab über sie allein gespannt gelassen, bemindig sich aufsuchen am Weg, zu Jatkes Leid, zu Gläser, zu Gajoinim, zu Balegoles, Dichter, Händler, Koinim, zum alles, was ist von lang mit Reuch aweg. Sie Wilne noch a dunkle Kamee, geh weiß, was Kulbach hat gehad bedehe, zu sorgen mit den Wörtern der Welt. Nur ich der viel a dunkle Entzückung in der bequemer und beruhigter Verschickung sich sind ich hab da dem ersten Spann gestellt. Die Stadt gehört mit jäuscher mir und Zweifel. A Wilner bin, wie a Pariser ist doch Eifel. Das ist mein Stott, hoch wegen mir gedenk sie nicht. Ich rede Sprach, ich troge all, ich bin Getreier. Und in mein Herzen damit brennt ein Wilner Feier, der mohnendig mit Pein, als ich bin Aid. In Schulhof ist kein Schulen nicht geblieben, es stehen Häuser ausgefahrt und abgerieben. Und sagen Eides wegen Eppes und a Wort. Ich spann über die gräue nasse Steiner, durch die Gassen, wo es rett auf jiddisch keiner, nur welche bleiben trotzdem als a jiddisch Ort. Oi, Welvo. Ich hab keinmal nicht gesehen, Wilne. Keinmal nicht gesehen mit eigenen Augen. Das einzige Bild von Wilne, was ich hab, ist das einmalige Wilne von Avrom Karpinowitsch in Liederzeilungen von bekannten Männern, so wie Elie Scharfstein, dem Dichter. Dem Dichter von Wilne auch. Ja. Ah, danke, Welvo.
Gut, ist noch ein Lied, ist ein Wirrlibra, frei Vers, was heißt Jid. Ich bin ein Jolode von Prosten, Erzesreudigen Demb. Sehe ich äußerlich aus, leut miserich europäische Mossen. Es dacht, als ich bin zu groß für ein so kleinem Demb, zu wogig vor ihm. Nur mir seinen eins, er und ich. Also ich habe nicht kennt das, ein Jolode, sieh du noch Das ist einmal vor. eine An Frucht Eichenholz, von ja? Demp. Wo es wächst bei dem an Eichelnuss. Ich Ja, weiß aber nicht. die Problem ist, dass er. Ich bin neues gewachsen in Mittel-Europa und ich meine, dass bei euch in Niederlanden ist dieselbe Sache. Demben seinen Größe und Jolodes seinen Kleine. Ja. Bei uns in Erzisroel, die Demben seinen Kleine, aber die Jolodes seien bei sich sehr Größe. Der Fahr ober. Von der zweiten Seite, unser kleiner Meluche schämt in der Gorer-Welt und es dachte sich mir, als wir seinen so groß wie heute nicht Russland und Amerika, ist heute wie Deutschland und Frankreich. Und die Information, ob ich bedarf, darf zu verstehen, die Metapher von der Jolode im Lied. Jetzt habe ich verstanden. Mir zu schämen, Richtig. wirst du kommen zu uns, will ich dir beweisen, dass er Jolo dir auf unsere Dämpfen. Danke. Jetzt wollen wir hören ein Stück Musik, wo du hast umgeschrieben die Werte. Nachher? Ja, zwei Wörter wegen dem Singlied. In die 80er Jahren seinen noch im Sowjetverband geblieben Erderungen hat verstanden auf Jiddisch und gerät auf Jiddisch. Er ist nicht gelernt, also weil keine Kinderschuhe sind schon nicht gewöhnt. Aber sie haben gewöhnt, sagt jeden, was sie haben verstanden. Eingeschlossen Menschen sind älter, das heißt, dass solche, was sie damals sind, gewöhnt weniger von 30. Können in Vilna, in Karpatorus, in Tschernowitz und andere. Also ich pflege besuchen in Litte und in solche Erter, in Moskau ist schon jemand, das nicht gewöhnt. Vielleicht speziell verfassen Lieder für den Spaß. Ich habe gelernt und die Menschen haben gelacht. Das ist nicht keine tiefe, ernste Poesie, aber in dem gegebenen Fall bei uns in Israel ist geworden. Это Колькин, сагавти. Марвайте, Ah, ja. In Israel seien jetzt der Pfarrer junge Leute, was heißt junge Leute? Zwischen 30 und 40, weil sie interessieren sich mit jüdischem Wort und mit jüdischen Singlieder. Und dem spezifischen Singlied hat verfasst Gershon Leserson und Filthy Mois, und da in der Verkreuzung in Tunneln von Bar Kochbe in Herodion unter der Erde. Er hat gegründet Tizmoret Klezmerim Israelit, das ist der Orchester von Israel, die Klezmerim. Nun, wir kennen es ja. Aber der Text allein ist von den 80er Jahren. Nee, lass mich hören. Der Bocher schimmt schon hot ne Bohr. Der Machen fasse ne ihm mit seinen Cousine. Sie ist gewann am Weg und war nicht gor. Und der Scher ist sie gor gewinnt sein Schneine. Dort mir kein Frosch schimmt schon in der Fest. Doch viel zu echt als Junge, als ein Junge und als Schöne. Er hat gegeben sein, was kommen dreht. Und ich war es schon sehr, ich gewann als Säune. Und schimmt schon in der Kopf. Und es ist fahre brennt sie und ihr dreht die Bier. Wir wissen so ein Gehen, ständig dieser Fahrt ist gewesen gedreht. Das ist falsch, es ist, wir werden das Säule und schieb schon in den Kopf. Und sie fahre, dreht sie und gedreht mit ihm. Wir wissen so ein Gehen, ständig dieser Fahrt ist gewesen. Ist mich
gewinn vom Leben gewandter. Er hat mir an der Koyach von Ries und in der Stadt mit Richtig voll gepackter. Er kommt mir gewinn von Spieß. Die in Fressenslager werden zu treiben. Betreffen sehen ergens von ihm dort. Es haben sich gewagen, tolle Leiber. Gleich war Spazier und geht der Massenmord. Und wie war es schon sehr? Und sie fahren sie an die Tragödie. Und wenn es ein Säune und Stärke dieser Fahrt wird es gerecht. Nur in Badesche See, es gibt eine Säune und schick schon in den Kopf. Und sie fahren drehen sie an die Tragödie. Und wenn es ein Säune und Stärke dieser Fahrt wird es gerecht. Und schick schon ist gewinn ein größer Baum. Er hat gehört, dass er Paris, denn er ist vor der Bühne, steht vor Ton. Was schickst du es von den Flaggen, wie die Mies? Wenn ihm Paris ist, ist er umgekommen und ist geboren, die danach war. Und im Dusinem prägen frische Blumen, so schickst du es der Gor in tiefen Zahn. Ob zu der Meise Gott nicht zugegeben, so ist in der Ewesen geschehen. Joselavi, versteht ihr, es ist das Leben. A bisschen Honig und ein Jahr mit Tränen. Nur in Paläsche sehen, da kann das Leute schon schon in den Kopf. Und sie fahren, drehen sie und wird mein Gedicht. Denn wir sind Säune und stellen diese Fahrt hier fest. Also, das zweite Leben von dem alten Text. Es ist nicht möglich, das zu hören und sich zu fühlen treuerig. Ah, oh, ja, Michael. Was kannst du uns erzählen wegen dem Text, was ist entstanden in den 80er Jahren? Bin neulich gewesen, habe ich sie gelernt in Medrash, um sich vertieft ein bisschen mehr in Jiddischkeit, weil schon dort habe ich verstanden, dass nicht genug zu kennen Jiddisch und viele Loschen Koidisch, die verstehen in der jiddischen Literatur. Aber in jener Kufe habe ich oberflächlich viele Wade gekannt, die danach zu retten, habe ich genommen dem Sujet wegen Schimpfen und der Lille. Und gemacht von dem mein Gelächter, weil in unser Dorf legt mein Bobbe, vielleicht mir sagen, Felmele, aber bringt nicht kein Schicksal heim. Ob ich auch getan auf dem Minion mit dem, was er hat sich verdreht mit nicht-jüdischen Freunden, von dem Standpunkt, öfter ein bisschen unter der Gespräche von Itzik Manger, welcher hat in seine Humischlieder, Medrash Itzik, poschet genommen danach Helden und verwandelt sie in kleinen Städten die Kijiden. Also wie Avraham Avinu, wo er Reichert a Pipke und zitiert eben Reta Wadi mit sein Ische auf Jiddisch und so weiter. Und das habe ich gemeint, aber als ich habe das gelernt, stellt sich vor, poschet die Jiden, sowjetische, noch jiddisch Verständige. In dem Moment, als ich bin gekommen zu der Schule, und er ist vor der Jiddischkeit verfallen, weil Schicksals fleckt der Knacken wie die Nies. Und da haben alle angehen zu lachen. Das ist nicht heuche Poesie, aber das ist also steigerische Jiddischkeit, was ist bei uns in jener Kufe geblieben. Das ist mehr oder weniger. Nun, no. Danke, Werfel. Ich bin sicher, dass alle oben das gehört mit der Sache nun. Lass mich jetzt umgehen zu einem fünften und sechsten Lied.
gesehen, das fünfte Lied ist ein Lied, was du hast geschrieben in einem Infinitiv, also wie man so sagt, von Kämpfen, in Siechen, Gefinden, in Halten. Nein, es fuhr Farins, wenn du willst, bitte. Ich will sagen, das Lied ist in einem gewissen Sinn mein Anime. Weil euch in der Schaffung auf der jiddischen Sprache, weil selke wie ich, nicht nur ich, euch andere von meinen Dorseinen gekommen, unterzuhalten die jiddische Literatur und mir haben sie untergehalten. Sie halten sich noch, aber das jüdische Volk ist derweil weg. Jene Menschen, was haben damals gelacht und die Poschete Spassen, seien schon mehr nicht da. Aber wir seien manche. Und da entfernt sich allein, was soll ich tun wie ein jüdischer Dichter. Ich will nicht weg. Nicht, was ich kenne, ist Hebräisch. Ich kenne Hebräisch und ich drücke sich zum Mal in hebräische Journalen. Ich sage sich immer allein, zum Mal ich schreibe manchmal auf Hebräisch. Aber ich bin geblieben ein jiddischer Dichter, also wie ich bin, trotz alles. Und da habe ich für sich allein gemeint, dass in allen Momenten von dem Leben soll es sein, die ist die Melchome, was wir leben über da in Eretz Yisrael. Soll es sein, die Schaffung von der jüdischen Sprache, also wie bei Mendel Meuchers Vorhinein hat er gesagt, dass ich bin ein Jid, das ist ein Mensch, was kein Mensch verliert sein Bitochen. Auf Hebräisch kann man nicht sagen Bitochen, weil Bitochen auf Hebräisch ist nicht Bitochen. Ich sage, verliere nicht Bitochen und das ist mein Rezept. Vorlehnen. Nummer Herren, dein Rezept. Gut. Herr. Kämpfen und suchen, gefinnen und halten, Randen, Funden Glut und gegossene Spalten, halten bis wannen zwet kummen an Äußer, durch noch a drei von dem Galgel Häuser, halten bis einbinden wetmen die Wunden, mit dem Stoff, was ist noch nicht erfunden, halten bei Scheuen, halten bei Stunden, halten. Gut. Noch ein Lied, Anochi, sie öfter soll ich sagen, Anochi, will ich noch fragen. Anoichi, na ja, das ist eigentlich der erste Dieber. Das ist mehr philosophisch, aber in derselben Zeit sehr, sehr prost, laut meiner Meinung. Ich will nicht Meuchel sein, das Zittern von Knecht. Gilgulim von hochnäugiger Sinne, der Widersein in mir. Achille auf Yom Kippur will ich nicht Meuchel sein, besonders als mir bet nicht kein Mechile. Auf Erden nahe, welche seinen Besatz sind, noch nicht bepflanzt und nicht besetzt und nicht bevölkert, will ich derheben Turms dort und da zu halten Himmeln, ob sie wollen fallen, und ob die Himmeln seinen von Christo, soll sich zerspalten der Christo auf scharfe Spitzen, und fallen sollen Splitters auf der Erde, wie blichendicke kalte Sternfallen, die Erden nicht bepflanzte, nicht besetzte, verschottene mit Splitters von Kristall, awistenischer stechige Atäute, zerspreit sich und kein Himmel ist nicht da, schon ob gerettet wurde von den Himmeln, sie seien dort gefallen auf der Erde, an nicht der Macht der kalter Teuter Breisches. Kein Leben ist nicht tun, kein nicht sein, weil stellen sich auf der Erde auf samme Splitters mit Piates Borwese und Kappen soll sein mein Blut auf der Erde und soll sie sein Mechaie, Mechaie Meissim sein, Samitzwe doch von Gott.
mit Torni zittern, es zittern nur Knecht. Gedenkst du, Yes. in welchem Jahr das Lied ist entstanden? Ja, das sind mit 4, 5 Jahre zurück. Was noch kann man sagen wegen der Entstehungsgeschichte für ein Lied? Man bemerkt, dass die Ich will Spuren finden sagen, in dass Wien. gewöhnlich, als das ist in einem gewissen Sinn mein Suchen nach Gott. Trotz alles. Ich bin geboren, gewonnen, ausgewachsen in einer Sprache von Kommunisten und Gläubigen-Statisten. Mein Baba ist gewesen aber zum Sof seien sie alle gewöhnliche Menschen. Eingeschlossen, meine Mama, was ist solche sein Kinder zu Israel. Aber von der zweiten Seite, als ich habe sich hereingetippt in einem jüdischen religiösen Leben, wo wir sagen, es ist nicht alles poschert und sie fahren genug Schimmel in den Minien. Und der Pfarrer, die Stiere oder der Kontakt zwischen rabbinischen Leuten und Mensch, es ist da zwei Anoche, es ist da ein Anoche, es ist nicht auch ein Anoche, das ist gewinnt für mich sehr wichtig und darum dem dreht sich der Ingen eigentlich. Und also wie es oben gesagt wurde, siedische Admoirem, als Pardon ist es der größte Hat. Weil von dem stammt das als Übrige, weil Gott Gott man nicht meure Hoben von keinem. No, ich nehme sich nicht erklären, das mit poschete Wörter. Efter ist zu verdreht. Oh, danke. Vor dem, was wir im Herren das siebente in achte Lied in Fragen ein paar Reaktions öfter von dem Eulam, sehen du wegen dem fünften und sechsten Lied, was wir oben noch was gelernt haben, die Ars Poetica, also zu sagen, das Animaimin von dem fünften in dem, also zu sagen, prophetischen Koech von dem sechsten Lied. Sie sehen, du schallest beim Eulen. Bitte, Terry Frank. In dem vorigen Lied, du benutzt dich mit dem Wort Schoen und Stunden. Stunden ist ein Deutschmerism. Verständlich, also, du hast es benutzt, ist es, also, du hast beschlossen. Also, die Frage ist, für was? Du verstehst. Stunden ist altidisch, wenn du willst, ja. Das ist a, so hat nichts zu tun mit dem Inhalt von dem ersten Lied, nur ich frage da spezifisch auf dem Wort. Für was Stunden? Ich will sagen, beide Stunden ist deutsch-mürrischer Analog von dem poscheten jiddischen Wort Scho, Schoen, von loschen koidisch decker Abstammung. Aber allein der Fakt, was das deutsch-mürrische Wort Stunden, also wie auch andere deutsch-mürrische Wörter wie Schmerz wie Seele und also weiter sind gekommen in unser Loschen. Das ist eine gewisse Kulturkufe in unserer Literatur. Eine Kufe, was hat sich bei nicht der Nähter die jüdische Sprache zu Deutsch, zu hechern, zu säkularisieren, zumal bis absurd. Die, die seinen ausgewachsenen äußer dem Rattenverband kennen nicht, bis was für ein Absurd ist, dass der Gang in dort, wo wir sagen, sie haben bekämpft, loschen koidisch dicke Wörter, bis er so, als anstatt Bruchima Boim, Fleckmann, Birobidzhaner, Stern schreiben, willkommen. Hochafidisch, Fleck, kann man nicht sagen. Ist eigentlich für mich, Stunden in dem Kontext in alle Kufus soll sein, als wir seinen natürlich frei
Frank und Kennen sagen jetzt, was wir spielen, wie jeden. Und soll sein, jener verkrippelter Jiddisch, verdeutschmerischter und hess und doof, was ist uns geblieben wie der letzte Siemen von unserer Jiddischkeit dort. Auch in jene Scheuen, wenn es kein Scheuen sein, nicht da, und geblieben nur Stunden, darf man sie halten. No, das ist eine klare Erklärung, Belberer Dank. Das siebte Lied, was wir in gleich leihen, heißt Vajar. Wenn es kommen an andere Gelegenheit, wenn wir ihn kennen, schmieren ein bisschen länger, wegen dein Ars Poetica, deine Schaffung, wollte ich gewollt fragen, wegen dem der Spur von Safes Tanach, dem tanachischen Luschen auf deine Werk, weil er sagt mal, benutzt sich mit Titeln, Muschel, in Bilder von Tanach. Aber das sollte gewinnen, eine Frage für ein anderes Mal. Ich bin sehr neugierig, ob ich kann verstehen, von einem Herrn das Lied allein, dem Scheich ist zwischen dem Inhalt und dem Titel Vajar. Und er hat gesehen, Vajar Kitoiv. Und er hat gesehen, dass es gewinnen geht. Kurz will ich entfernen. Zwei Sachen. Erstens, ich bemühe sein Mamschik die alte Tradition von der jiddischen und hebräischen Literatur von behaltener Zitierung von jiddischen Mekorim. Ein qualifizierter jiddischer Lehner von dem Vajar hat gleich verstanden dem Remes, wohin führt das und mit was ist das verbunden. Da in dem Lied ist vor einer gewisse Prätensie, als der lyrische Held kläumerst ich. Er ist derselbe Anoichi, was hat gesagt, Kitoiv. Der Fahr habe ich euch genutzt als Titel. Das ist ja für mich wichtig und zumal nutze ich euch Titel von Midroschim und von Talmud. Ich will warten, a guck auf dem Do und dem Dort zu der Film Asalzis Kishure. Und als Alzis gestellt in sein Zeit, auf sein Ort und die Welt hat erworben Azure. Ich bin Mamschich zu wachen, Tag ein und Tag aus. Und die Brie ist Mamschich zu schlafen. Sie ist nebigdig klein, sie ist unbegreif groß, die der Möglichkeit sei sterben, sei hoffen. Warfa Kuk soll er schweben in ein Soverein, bis der Film dem Jesch und dem Ein, und ein riesige Freit und ein riesigen Pein, von Kleisemer, wo seinen Klei sein. Ah, oh, ja, scheint Wetterspiel in der letzten Schiere. Ah, danke. Lume Herren, euch teike das Lied, die Sphäre. Die Sphäre. Ah, ja, die Sphäre, Avade. Was, die Sphäre, was ist der Mein von dem Wort? Die Sphäre Zählung, aber euch Sphäre Saoimer, das ist das Kufe in zwischen Pesach und Schoes. Also mir zählt dem Oimer. Ah, danke. Aber das ist also zu sagen, mein Remes, das ist nicht direkt. Eins, der Himmel wird zerspalten. Zwei, ein Stern tut ein Fall. Drei, und andere euch wollten seine Schomes und Agal. Vier, das Lehen von der Schkie sind als Reife wieder on. Fünf, verbrennt wird sein die Brie. Sechs, es kräht ein Reuterhorn. Sieben, skund die Ruh wie Tomit. Acht, es schariet von das Nei. Nein, Azadik steht beim Omet Eisch und proklamiert den Pnei. Zehn, mit Eisch verkriebste Dibres. Elef, das ist schon zu viel. Still.
Ich kann sich vorstellen, das letzte Lied, was ist mir gewesen witzig, als Efter, das ist nicht vor allem ein Clou. Es ob sie sehen, du schallest wegen dem achten Lied, weil jetzt gewinnt der Moment, der Moment. Ich will sagen, Leute, dem traditionell volkstümlichen jüdischen Glauben, der Himmel wird zerspalten in Banacht in Schuhes, und es wird geschaffen ein neuer Himmel und von den Splitterzwellen geschaffen Stern. Von dem hebt sich Bezen an. Eigentlich die Sphäre von dem samen Sof, weil Schuh ist, das ist eigentlich der Sof und der Zwiebel. Und weiter, das ist ein Freischweben von meinem poetischen Gefühl. Also wie ich das viel und kann das nicht ausdrücken mit den Wörtern. Mir gefällt Poschert. Geht, ah, danke. Kennst du uns etwas sagen wegen dem Motto, dem Zitat beim neunten Lied, was wir sehen jetzt auf dem Ekran? Ah, Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, das ist gewesen ein hebräischer Dichter und ein Kubbel, gewohnt im 18. Jahrhundert. Er ist Eule gewesen mit seiner Sprache von Italien, gewohnt in Akko und gestorben von Begeife. Begraben nach dem Psalmen von dem Kfar Yesiv zum Misrach von Akko, wo ist er seinen Nishtok in Jiden, aber der jiddische Psalmen ist geblieben, weil die alte jiddische Kehille von Akko hat geglaubt, dass Akko befindet sich äußerst dem gebenchten Land. Und etliche Kilometer von dort ist schon das gebenchte Land, derweil ist der Psalmen gewendet dort. Die Zitate ist von seinem Lied. Er hat geschrieben mit Lieder Brief zu seinen Talmidim, wo seinen geblieben in Italien. Havaschem Eloach Libi Sova Beit Barzel. Eier Liebe ist angeschrieben mit einem eisernen Pen auf dem Blatt von meinem Herzen. Danke. Ah, danke. Bisschen Jan ist er noch. Ah, Bisen Jam ist sehr neu. Bisen Himmel sehr weit. Es hat er gehend und gegehend und gelebt mit der Bataille und geschrieben wegen Liebe auf ein Herz mit Pen von Stoll und gestorben mit der Hiebe zu dem schweren Mitzwes All. Ich sitze beim Jam unter dem Himmel und ich fiel als Gebin an Arm. In mein Kopf amin Gewimmel. In mein Herz ein Stickel zart. Es ist die Pen von Stoll zu Wogi und das Herz mit Leichtsinn voll. Das ist eigentlich die Logik, welche führt mich zu Anno. Ah, danke, also, schön. Wenn wir kommen zum letzten Lied, was heißt Wald, will ich denke, also wie ich habe gefragt beim ersten Lied, will ich fragen, warum du hast das ausgeklebt zu sein, das letzte Lied zu verendigen, die heutige Unternehmung, warum das ist du ein spezielles Siebe, warum du hast das ausgeklebt? Also, ich habe sehr lieb Chiburim von Rav Kook. Der Ideolog, wo wir sagen, der Denker von dem religiösen Zionist, welcher ist nicht abgeschätzt euch durch die Menschen, was halten sich für religiöse Zionisten. Zwischen anders hat er sich interessiert mit der hebräischen und auch mit jüdischer Literatur, ist gewesen befreundet mit Brenner, welcher ist berühmt wie ein hebräischer Prosaiker, nur er hat geschrieben euch auf Jiddisch, gewisse der Erzählungen seine. Rav Kook hat zwischen anders geteilt, dass in einem gewissen Moment er glaubt, dass die Jiddischkeit wird sich so verbreitern,
als die Welt hereinnehmen, die Weltkultur und nicht bloß die Nationalität. Also wie religiöse Jiddischkeit ist geworden eine moderne Nation. Das wird bald in einem gewissen Sinn mit dem Maß, was ich bin, zugebunden zu Eretz Israel und zu Jiddischkeit. Das ist ein Lied, was ist gläumerst abgerissen, sei von Eretz Israel, sei von dem Erdkohl und Bichlau. Viele von dem menschlichen Dor, das ist mein Artikelniveau. Was wird sein weiter? Was leben wir? Was ist die Schliche, sei von alle Bnei Odom, sei von Bnei Israel? Also ist Gefühl. Wald. Es wird wachsener Wald zwischen Stern in Räumen. Verschotten die weite Parsecken. Er wird wachsen unendlich, a Bäum, noch a Bäum, und Grenzen, Randen und Ecken. Es bäuern Wurzeln, schön Tomen und No, der Griechen die kosmische Tiefen, und schaffen ein riesig vielfarbig Pano mit Saften, was halten und triefen. Me hört nicht kein Blätterschoch, Tage derweil. Es ist klanglos in Pustketle Sate. Es starrt nur ein Stamm und ein Zweig wie ein Seil. Inmitten Nebules Kudlate. Nur seinen verseischen die Säumen von Wald. Sie Wellen und Zweifel doch sprotzen. In Kufes Arum oder Ototo bald. Leut allemens mächtigen Rotzen. Adam, vor dem, Großen was Dank, ich Herr mir gelost, Fräulein. sich heraussagen und haben ein jedes Wort. Das ist bei einigen Zeiten eine seltene Mechaie, Mamesch. Nee, sei fein. Lummer Efscher, jetzt verendigen die Rekordierung ist dem offiziellen Teil von Programm und verendigen mit ein paar Kommentaren von Eulon. Wegen dem, was man hat gesehen. Mit Vergnügen. Gut, ich will da sagen, sehr bekitzer, es ist gewesen, eine prächtige Gelegenheit, nicht nur zu lernen, deine Lieder welbeln, nur dich zu hören und lernen die Lieder deine, das kritzt sich ein in die Korn von uns allen und das weckt auf dem Appetit, sich zu verstehen besser die Lieder und sich der Wissen von, ihre, von seine Bataiten, ja. Als Mama, ich allein, ich bin nicht kein Neuer auf dem Gebiet und ich sag mal, ob man gerade die Gelegenheit sich zu treffen mit Poeten und so weiter. Aber das ist mal das erste Mal, was wir haben, die Gelegenheit, sich zu treffen mit dir, dich zu hören, analysieren. Und ich hoffe, dass das sehr guter Schritt vor euch, ja. Und euch verdient, sich zu bekennen mit Neulem. Wir haben ein Neulem, eine Sache von Israel, einige von euch Land. Und es ist gut, die dortige Interaktion, nicht nur sprachlich, nur, ich wollte auch sagen, persönlich, ja. Weil die Sprache wollte gekennzeichnet sein, eine andere. Verständlich, als mit Jiddisch ist die Sache besser. Aber der Riegel ist die menschliche Treffung mit Menschen, welche sind von verschiedenen Hintergründen, was sie bringen, Mamelosen von anderen Richtungen. Sie werden Mamelosen vergnügen. Dank dir, Welbel. Dank euch. Dank Doviden. Noch eine David, Zeit. schon gut. Noch ein Mitzer will zugeben. Escher will ich sagen ein paar Wörter. Gut. Ja, Boris. Boris. Sogar Wörter. Wort. Mit Boris. Schönen Dank, Wörter. Dank, Boris. Probiert mit Hanoi. Gata neue. Und
Ich meine, das Simen von MSC Poesie, als man will, noch einmal lernen sie. Ich wollte noch einmal überlegen, einlehnen sich in die Wörter. Das ist ein Ames. Und das ist ein schönes Kauf Bild. dein Buch, Boris, kauf dein Buch. Es ist nicht so kompliziert, einzutauchen, zu Ich will verstehen. proben, ich will proben. Ja, ich habe schon. Gut, gut. Was Ich mir komme noch geschickt, einmal. schon 4 Nummern von Jiddischland. Nicht die ganze Zeit zu lehnen. Gut, Nun, ihr seid. ich will proben. Wir haben in unser Schmuskästl noch einmal die Protein von dem Reusgeber, von dem Verlag. Ich will auch sagen, die Poesiebiene geht nun jede 2 Chadoshim ungefähr. Ja. Einmal ist sie gewidmet zu etlichen Schreibern und einmal nur zu einem Schreiber. In Gicher, weil wir auch mal eine Treffung hatten mit Bruria Wigand von London, was befindet sich da. Und ich bin sicher, das ist sehr, sehr interessant. Wenn es redet sich von Poesie, muss sein etwas magisch in der Luft. Man versteht mehr, man versteht weniger, man entblickt Sachen, es sind da Surprisen, aber ständig wird es sein verkischiffendig. Und ich bin sehr zufrieden, dass wir tun es. Wir haben es angehoben wie eine logische Sache. Wie kämen nicht oben, offen gewidmet unserer Poesie? Aber jedes Mal gehe ich heraus von da nicht mit dem Gefühl, als wir um Blick der neue Welt und wir wollen, sie sollen uns begleiten, tagtäglich. A dank dem Teilneulem, a dank Dovid, a dank Welblen, lassen wir weitergehen und sich bereichern, einer vom Zweiten. Gloria will etwas sagen und Gloria redet wunderbar Niedisch. Öffne dein Mikrofon, Gloria. Euch von Amsterdam, meine ich. Sie ist nicht mehr zu, ich kann dir nicht Gut, helfen. ja. Ich habe ungeheben ein bisschen spielen da und ich bin ein bisschen verblondet geworden auf dem Ekran. Ich weiß nicht. Ja. Ja, ich bin ein bisschen verloren da. Bin ich noch herein? Ja, Ja, man mir kann hört ja euch auch. sehr. Man Aber ich hört weiß. euch gut. Jetzt spielt sich nicht mit dem. Mit Oh, ja. Kleppler, nur komm zurück und sag, was Ich das. bin zurück, ich bin zurück. Ja. Ich habe gehört ein paar Wörter, was ich habe nicht verstanden, aber jetzt ist weg vom Ekran in den letzten Pladanen. Ein paar Wörter, was ich habe, ist damit, dass ich gewesen Russisch. Nee. Russische Wörter. In dem letzten Lied, was mir umgelehnt. Ja, aber ich habe das nicht mehr auf dem Ekran. Na, Ist darf ich. da mein Nebulis? Nein, ich weiß nicht, ja. Ah, das ist nicht Russisch. Nein, das ist. Das ist nicht Russisch. Das meint Nepal Wolkens in Kosmos. Ah, ja, aber es ist gewesen ein anderer, viel Farbe gefunden. Nein, das ist in gewesen in die letzte, aber mehr. Aber ich, also, danke euch. Ich Ah, habe danke. ja, und ich habe gleich verstanden, dass. Zehnmal Chai. Weil, ja. Und er hat eine Sache Ziffern da. Ja, das, die Sphäre ist gerade der wichtige Sache bei euch. Die Sphäre. Die Nummers, die Nummern. Oh, ihr versteht mich nicht. Entschuldigt. Nein, Frau Boss entschuldigt. Ich habe Poschetäpscher nicht gehört. Hat er gefragt, eine Frage? Eine ist gewesen, eine Frage mit der Wort, aber ich sehe das nicht mehr. Das ist gewesen in die letzte, von die letzte Poem. Strophe. Aber will ich David fragen einmal? Will ich David fragen, Und öfter? David ist ein größer Munk. Er kennt alle Werte, viele Sachen, was ich auch von geschriebenen verstehe, nicht allein, wenn er da Ja. Richtig. Wir rufen ihm gerade David.
weil er redet also antwerpisch Niedisch, rufen wir in Duwit-Tacke gerade. Ja. Ich kenne reden die jiddische Klatschsprache euch, aber ich muss müde sein, es ist mir ein bisschen unnatürlich. Nee. Luschen anzulaufen, kein Pusht raus von Maul. Ich weiß nicht, warum. Ich kann ein Psychologe suchen, wo sind die Sibis von dem. Nee, geht, Chevre. Sehr großen Dank in Welvel. Sie können ihre Jischer Keuch fahren, kommen Sie ins, in verbringen mit uns, in reden wegen deiner Lieder. Ich hoffe, mit, also Sachmenschen wollen leiden, dann bin ich Zemuchai. Sachmenschen wollen das kaufen, bestellen, als in Vorwärts wird daraus erscheinen Rezensie wegen, wegen die Lieder. In, es wird nicht sein, dein letztes Bier. Gut, Ja. deine Freund, gute Jantäuven sollen bei uns sein, nur gute Psurus bei uns allen. Amen, Oh Amen, mein. Amen. Seid Seid gesund. gesund. Seid gesund. Ah, danke. Danke. Seid Die gesund. Verhabte sollen sich umkehren Oh, gut, und Jürgen. sicher zu uns sein mit uns und feiern mit uns. Seid gesund. Seid gesund, Amen. Ja. Ja, danke.